Herr Goffler, Sie sind einer der Mitorganisatoren des Transvaalbergs Triathlons. Wie kam es zu diesem Revival dieses Triathlons? Ja, es gab vor gut einem Jahr einige Synergien, wo durch Zufall eigentlich dann mehr oder weniger die Schienen gelegt worden sind. Und wir haben uns dann entschieden, an einen Tisch zu setzen, also das OK mit Günter Forster und Thomas Bader und meine Wenigkeit. Und wir hatten dann den Transvaalberg vor 15 Jahren analysiert und es war ein Riesenhype. Und der Triathlon hat sich sehr stark entwickelt Richtung Breitensport, Spitzensport. Und dann haben wir gesagt, wir gehen es an und eben, heute stehen wir hier und der Traum ist dann Wirklichkeit geworden und jetzt müssen wir jetzt natürlich die Zukunft auch alles daran setzen, dass denn auch das auf dem hohen Niveau stattfinden wird und kann, wo wir uns dann vornehmen. Wie hoch sind Ihre Erwartungen an den Trans-Triathlon in Vorarlberg? Wann sagen Sie, so, jetzt haben wir es geschafft? Gut, geschafft haben wir es jetzt einmal, dass wir gesagt haben, wir starten. Das ist einmal das eine. Wir erwarten uns einfach natürlich ein Teilnehmerziel, aber natürlich auch ein Qualitätsziel. Und die Teilnehmer sind jetzt einmal, unser Ziel ist, dass wir 500 Aktive am Start haben wollen am 26. August. Zum einen aber dann auch diese Leute dann das wieder als Botschafter mit nach Hause nehmen und dann praktisch das wieder verbreiten, dass sie das nächste Jahr wieder kommen. Und wir wollen in 5 Jahren 1500 Starter am Start haben. Und ich denke, es ist ein großes Ziel, da es doch sehr ein spezieller Triathlonist von A nach B. Aber eben, wir haben auch Qualitätsziele und wir haben in Vorarlberg die Tendenz, dass sehr ein hoher Standard gelebt wird und dem wollen wir auch Sorge tragen. Und es gab bei Ihnen nie Zweifel, dass das Projekt Transvaalberg Triathlon irgendwie stecken bleiben könnte? Auf jeden Fall. Also das ist eine Berg- und Talfahrt der Emotionen dann auch und man gerät dann auch ins Zweifeln natürlich, ob wir das dann wirklich schaffen, wenn die Strecke zu bewältigen ist auch logistisch. Weil wir haben dann, wenn man dann wirklich 500 bis 1000 Räder vor sich liegen hat, dann in Lech oben das wieder zurückzubringen nach Bregenz und so weiter. Das sind dann die Herausforderungen, wo natürlich auch sehr groß sind. Aber wir haben ein sehr starkes OK, wir haben Partner, wir haben mit dem Land Vorarlberg Partner auch im Hintergrund, welche uns auch unterstützen. Und auch natürlich die Behörden und das sind auch viele Gespräche vor uns, aber wir freuen uns auf diese Herausforderungen und die Vorgespräche waren sehr positiv und deshalb haben wir uns auch entschieden, das zu machen, weil ich denke, dieser Triathlon verbindet Sport und Kultur und natürlich auch die schönsten Gegenden von Vorarlberg perfekt. Herr Goffler, ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen für den 26. August 2012 viel Erfolg. Dankeschön.